Grüß euch. Die Welt der Blinden. Das ist mir jetzt so eingefallen, dieser Gedanke. Ich habe einmal vor längerer Zeit schon mal ein Video darüber gemacht. Es hat damals geheißen, die Stadt der Blinden. Beziehungsweise habe ich den Film, da gibt es ja einen Hollywood-Film, wo es darum gegangen ist, der hat geheißen, die Stadt der Blinden. Wo hat es da für einen Inhalt gegeben in dem Film? Und zwar, Sandro, da hat es auch eine Seuche gegeben, eine weltweite Seuche, wo praktisch schlagartig alle blind worden sind. Und den Film, den versteht man eigentlich lange nicht. Beziehungsweise, ich glaube, auch damals in YouTube, wie ich es eingestellt habe, übrigens, der ist jetzt auch von YouTube ausgelöscht worden. Da frage ich mich wirklich, weil da geht es um eine sehr tiefe, sinnhaftige Frage. Generell zum einen mal, dass man überhaupt so einen Film einmal auslöscht, dass YouTube den überhaupt gelöscht hat, das ist für mich unverständlich. Und der hat so viel Tiefgang gehabt. Zum einen also der Film selber, als auch die Überlegung hinter dem Film. Weil warum und was ist da gegangen? Wie gesagt, da sind alle Menschen, da ist eine Seuche ausgebrochen. Ich glaube übrigens, der Film, der war glaube ich 2006 oder 2007. Und auf jeden Fall ist da eine weltweite Seuche ausgebrochen, wo alle schlagartig geblindet sind. Und ja, da ist sozusagen die ganze Welt untergegangen. Echt ein schräger Film. Da hat es eigentlich dann nur eine gegeben, die ist eigentlich nicht erblindet. Also das heißt eigentlich, alle anderen sind blind geworden, nur sie nicht. Und die hat mehr oder weniger das alles mitgekriegt, das ganze Elend, wie sich das dann entwickelt hat. Weil wenn alle blind waren, kannst du ja nichts mehr aufrechterhalten, keine irgendwelchen öffentlichen Strukturen und so weiter. Und das Ganze ist ja dann voll versumpft, die ganze Welt. Also alles ist verträgt, vermüllt, weil alle nur mehr wie die Zombies umeinander gerannt sind. Also in dem Fall jetzt nicht so arg wie Zombies, dass andere auffressen, aber einfach so, wenn du blind bist, ja, dann tappst du einfach umeinander wie ein Zombie, ja, oder bindet sich einmal irgendwas um die Augen und versucht euch einmal eine gewisse Zeit lang versuchen zu leben. Ja, früher haben wir immer blinde Kuh gespielt in der Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt. Also wir haben das früher immer oft gespielt, die blinde Kuh. Und da merkt man schon, wenn man praktisch blind ist, wie schräg das Ganze ist, also wie unbeholfen dann der Mensch ist. Und ja, das hat man einfach in diesen Filmen total gesehen. Aber die Analogie dahinter, was da gestanden ist, das hat im Prinzip nichts mit dem Virus zu tun gehabt oder mit der Seuche, die was da ausgebrochen ist, sondern die menschliche Blindheit für das Gefühl, für die Nächstenliebe, für Licht und Finsternis. Ich sage immer wieder, wo habe ich meinen Fokus in meinem Leben hinpositioniert? Eher zum Lichtvollen oder zum Finsteren? Schaue ich ganze Zeit immer die negativen Sachen an, das heißt, fixiere mich immer im Leben an etwas Negativem oder labe ich mich sogar an den negativen Sachen oder sage ich, nein, das blende ich einfach aus und beschäftige mich nur mehr mit guten Sachen, mit positiven Sachen. Es geht nur um das, um Licht und Finsternis. Das ist eigentlich die ganz zentrale Antwort hinter dem Ganzen. Oder die zentrale Botschaft, die was da dahinter steckt. Und das hat man in dem Film auch gesehen, weil da hat man gesehen, die ganzen, da sind sie in eine Kirche reingegangen und da waren die heiligen Statuen, haben alle eine Augenbinde um mich gehabt. Das heißt, auch die heiligen Statuen waren auch blind. Das heißt, selbst auch angeblich Heilige oder welche, die vorgeben, heilig zu sein, sind auch in Wahrheit blind. Und jetzt schauen wir sie einfach einmal an in dieser Welt, was gerade abläuft. Die einen sagen Gehirnwäsche, die anderen sagen Manipulation. Du findest jetzt sehr viele Wörter dafür, was jetzt die Leute aus dem ganzen Szenario und dem, was wir jetzt gerade seit 2020 gerade leben. Also ich will es jetzt nicht erwähnen, aber ihr wisst, in welchem Szenario, dass wir gerade drin stecken. Ja, und mit was hat das zu tun? Mit was hat das zu tun? Das hat hauptsächlich mit dieser Blindheit zu tun. Diese
Und da trifft das Ganze, da fügt sich der Film auch wieder zusammen. Weil da geht es auch um eine weltweite Seuche und um Blindheit. Das heißt, in dem Film ist eigentlich schon mehr oder weniger eine Wahnsinnsbotschaft schon jahrelang vorhergesagt worden, was wir jetzt eigentlich, genau da, wo wir jetzt eigentlich leben. Weil das hat nichts mit dem, ich sage jetzt einmal, mit dem Problem, was wir gerade alle aktuell erleben, dass das an und für sich das Problem ist. Nein, der Mensch ist das Problem. Das ist, dass er das glaubt, dass er das, diese Gehirnwäsche eins zu eins übernimmt, hat aber, damit man sowas überhaupt übernehmen kann, muss ja eine geistige Blindheit vorausgehen, das heißt Abgestumpftheit. Schaut sich auch die letzten Jahre, das, keiner hat sich mehr interessiert für Gott oder tiefere Werte oder tatsächlich, ja, wenn sie vorgegeben haben, dass sie an Gott glauben, dann war das nur so ein oberflächliches, wie soll man sagen, so ein oberflächliches, angebliches Gott, soll man jetzt sagen, Gott. So ein oberflächliches, eine oberflächliche Anbetung und so weiter. Hat aber nichts mit einem echten Glauben zu tun gehabt. Mit was Tiefem. Ein echter Glaube, der fokussiert sich an die lichtvollen Sachen, an die Schöne, an die guten Sachen. Nicht das Negative, das Böse. Und das ist das, was wir zunehmend immer mehr gesehen haben. Es ist der Mensch natürlich immer mehr in diese Richtung abgedriftet und somit war es auch sehr leicht möglich, sowas in die Welt zu kreieren, sage ich jetzt einmal. Weil eben der Mensch seine Sinne, seine Gefühle, sein Gottvertrauen komplett verloren hat. Und natürlich hat dann, ich sage jetzt am Teufel oder das Negative oder wer auch immer, hat dann ein leichtes Spiel. Und das war jetzt möglich und das passt natürlich dann sehr stark zusammen, was uns da eben präsentiert worden ist in dem Film. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich da jetzt Ausschnitte einspiele, ob ich die Zeit habe. Vielleicht habe ich schon eine gespielt, dann habe ich was eingeblendet. Wie auch immer. Aber schaut sich den Film an. Den empfehle ich euch. Der ist wirklich extrem sehenswert und schaut sich den mit einem reifen Bewusstsein, mit reifen Gedanken an, was uns der Film eigentlich sagen will. Eben diese geistige Blindheit. Und das ist eine Seuche der geistigen Blindheit. Das ist das Fazit und das war's schon wieder. Und ja, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Michi. Pfiat euch.